Hallo, servus. Ja, servus. Also ich habe euch schon mal wo am Tollburg getroffen, aber da habt ihr einen ganz großen Stand gehabt und jetzt seid ihr am Mikrostand. Genau, jetzt haben wir einen Mikrostand. Wir haben ja früher auf dem Tollwood immer einen ganz großen Stand gehabt mit unseren Holzmöbel. Aber Corona-bedingt sind wir jetzt heute mit einem kleinen Stand da, mit einer ganz kleinen Auswahl von unseren Holzmöbel. Mit dem Holzwallspiegel, mit einer Garderobe, mit diesen ganzen Geschichten, die wir ja auch beim großen Stand dabei haben. Aber wir haben heute eben unsere Auswahl an Schneidebretter und Küchenhelfer und solche Sachen. Unter anderem zum Beispiel ein Schneidebrett mit integriertem Messer. Das ist der absolute Renner, weil das ist ein wahnsinnig hochwertiges Messer, nach altdeutschem Schliff geschliffen. Unheimlich scharf, das ist also Tomatenschneide wie mit einem Samurai-Schwert. Und das Besondere daran ist, dass die ganzen Artikel mit einem Vakuumverfahren geölt sind. Das heißt, wir entziehen dem Holz die Luft und geben das Öl hinein. Und somit sind sie absolut resistent gegen Verunreinigungen wie die Paprika oder Farbe, Geschmack oder Fett. Aber wie kann man da perfekt Luft rausziehen? Wie geht denn das? Ja, ganz einfach. Man muss sich ja vorstellen, Holz ist im Endeffekt wie ganz, ganz viele Strohhalme. Und wenn ich hingehe und diese Luft, und es ist gefüllt mit Luft, und wenn ich diese Luft rausziehe, dann steigt die Luft nach oben, oberhalb vom Öl. Und wenn ich das wieder entspanne, möchte die Zelle sich wieder füllen, aber Luft ist weg, geht das Öl rein. Das heißt, Sie tun das Brett ins Öl reintauchen? Ganz genau, ganz genau. Und dann ziehe mir dem Ganzen die Luft, baue das Vakuum auf und dadurch kommt wahnsinnig viel Öl da rein. Früher hat man das mit der Speckschwarte gemacht, aber die Vegetarier unter uns, die würden uns ja steinigen. Heute machen wir das mit dem Öl, ist viel hygienischer, viel besser, überhaupt gar kein Problem. Und wir haben ein besonderes Öl. Dieses Öl ist ganz dünnflüssig, weil das einfach besonders filtriert ist. Und dadurch, dass es sehr, sehr dünn ist, absolut in einer Bioqualität, dringt es ganz, ganz tief ins Holz ein. Steht da drauf, dass man es auch nicht zum Kochen verwenden soll? Aber selbstverständlich, weil es die ganzen Schwebstoffanteile filtrieren wir aus und es ist doppelt gekocht. Somit wird es auch nicht ranzig. Ja, sehr lustig. Was gibt es sonst noch was Besonderes? Wir können ja natürlich nicht alles zeigen. Was habt ihr sonst noch als Gaudi? Das ist jetzt zum Beispiel unser Lautsprecherverstärker. Das ist was. Genau. Jetzt machen wir mal die Musik rein. Raus. Ja, das ist ja lustig. Jetzt zeigt mir die versteckte Elektronik drunter. Die versteckte Elektronik ist ganz einfach. Das ist im Endeffekt wie unser menschliches Gehör nachempfunden. Und für die verschiedenen Typen von Handys schon vorbereitet. Hier hinten. Also man kann auch ein Tablet reinstecken. Überhaupt gar kein Problem. Also jetzt machen wir es nochmal. Jetzt hat er gezeigt, dass kein doppelter Boden da ist. Ja, das ist ja super Erfindung. Und es funktioniert auch wirklich mit allen. Also das ist ja egal. Aha. Also das haben wir ja Gaudi ohne Elektronik. Genau, wenn du jetzt wieder in Urlaub fahren darfst, kannst du das mitnehmen. Du brauchst nicht viel zu transportieren, musst keine Batterie nachkaufen oder sonst irgendwas. Ist klein und handlich. Und für all diejenigen, die schon fast alles haben, natürlich das ideale Geschenk. Weil das ist ja Gaudi, ja. Für ein paar Euro kann man das bei uns käuflich erwerben. Und ja, ist eine Überraschung für alle, weil die meisten wissen ja gar nicht, für was das ist. So, und jetzt habe ich hier was gesehen und das ist das Ende von unserem Bericht. Ich will nämlich was essen und hier habe ich was entdeckt. Das kann man natürlich nicht essen, aber das schaut ja wirklich ziemlich echt aus. Ein paar Bratkartoffeln. Dann vielen Dank. Lieben gerne.
guten Abend und willkommen auf der Tollwut. Ich bin so froh, dass die Tollwut wieder stattfindet und dass ich hier sein darf. Ich mache eine Kollektion aus Jacquard-Strick in bunten Farben, genannt die Kollektion der guten Laune. Alles aus Baumwolle und herrlich zu tragen am Körper. Dieses Jahr fängt die Tollwut ja mit Regen an und endet mit Sonne, bin mir sicher. Ja? Und ja, ich freue mich einfach hier zu sein. Und nach dieser langen Zeit ist es besonders schön, dass man alte Bekannte wieder trifft und die Atmosphäre, auch wenn es klein ist, trotzdem genießen kann. Vielen Dank. Ja, hallo, was ist denn das mit austauschbarer Klappe? Wer braucht denn sowas? Ja, das sind aus alten Lastwagenplänen gemacht und die halten natürlich ewig. Und durch das, wenn man halt alle 4-5 Jahre mal sagt, man möchte was Neues drauf, dann macht man den Deckel runter und macht sie meinetwegen einen anderen drauf. Das ist jetzt auch eine Lastwagenplane, das waren Sicherheitsgurte von einem Fiat, wenn man da sieht. Ja, lustig. Und genau, dann hast du jetzt praktisch wieder komplett neue Taschen. Ja, aber den Deckel kauft man sich oder die Klappe kauft man sich später mal. Die kann man sich später dazu kaufen. Ja, aber genau. Da weiß man ja gar nicht mehr, ob du noch lebst, weil wir haben wir haben Corona, beim Herfahren habe ich schon wieder 50 Leichen gesehen. Ja. Und bin halt außen rumgefahren, weil abends werden nicht so alle, viel gerannt. Alle am mittleren Ring, oder? Ja, genau, ja, weiß genau. Ja, und was gibt es sonst? Aber das ist ja lustig. Das sind alte Turnmatten. Und ein Fahrradschlauch dazu. Das waren die Landkarten jetzt aus den Schulen. Aha, ohne DDR schon noch, aber die sind, kenn ich. Genau. Und aus der Gegend kommen sie dann wahrscheinlich? In die Richtung runter, Richtung Wasserburg. Aha. Genau, Bayern. Ja, das ist genau, ja lustig. Das ist auch Lastwagenplane. Und genau. Wer macht die Sachen? Die machen alle ich. Also ich habe eine Näherei. Ja. Und genau, ein Atelier bei mir daheim. Das muss aber dann eine ziemlich gescheite Nähmaschine sein, damit die durch so Dinge durchkommt. Ja, das ist schon was Professionelles, aber man kann das schon nähen. Aha, also das ist ja lustig, wir werden das nachher noch einblenden, aber das ist mal was Außergewöhnliches. Das ist halt einmal Gaudi, weil alles andere ist also billig Scheiß aus China. Und nein, das wirst du nicht kaputt kriegen. Und es ist auch schön eingeteilt, hast viele Reißverschlüsse drin. Jetzt habe ich natürlich noch eine Idee, die müssen wir uns teilen mit dem Patent. Wenn du sagst, da war ein Fahrradschlauch, dann kann man da noch ein Ventil hin und dann kann einer was aufblasen. Ja, so hat es auch nicht schon gegeben. Jetzt habe ich es gerade verkauft, die war mit einer alten Luftmatratze. Ach, und da habe ich das Ventil drin lassen. Ja, nicht schön. Man kann natürlich auch so ein Ding aufblasen, dann kann es nie mehr untergehen, wenn man unterwegs ist auf dem Wasser. So ungefähr. Ja, dann vielen Dank. Also wir werden wieder vorbeigehen. Heute ist der erste Tag, aber da ist es sehr ruhig. Da haben wir wenigstens Ihnen die Kunden nicht weggenommen, die sonst Schlange stehen. Aber war schöner, wenn noch mehr Kunden da waren. Ja, heute ist ja der erste Tag und schlechtes Wetter. Also ich denke, es wird ein paar Tage geben, die schön sind. Dann vielen Dank. Ja, ja, dann viel Spaß. Danke. Ja, was ist denn das? Ein grünes Hotdog. Was ist denn das? Ja, natürlich. Das ist unser Laugen-Hotdog mit einer leckeren Wiener aus Soja. Also ist echt kein normales Fleisch dabei? Nein, da ist kein Fleisch drin. Wir haben da einen Wiener Ersatz drin und wir haben leckere Zutaten noch mit dabei. Unsere süß-sauren marinierten Zwiebeln, unseren Rettich und unsere Sprossen. Ich habe schon gehört, dass es sowas gibt, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert. Ja, das soll ist ja halt so schmecken, als wäre es echt Fleisch. Nein, es soll ja nicht so schmecken, dass es echt Fleischersatz ist, sondern es soll einfach nur lecker schmecken und es ist halt einfach kein Fleisch drin. Aha, kann also, was nicht Fleisch ist, auch lecker schmecken? Ja, Gemüse kann auch lecker schmecken. Sehr gut. Ja, wir haben ja auch noch eine leckere Apfelsenfsoße drin. Und dann gibt es eine schöne abgerundete Nummer. Also dann können die Gäste hier dann bei Ihnen vorbeikommen und es auch einfach mal probieren. Jederzeit bei uns, wir freuen uns. Ja? Diskret die Frage, was kostet so ein Teil, wie ich hier sehe? Kostet 7,50. Oh ja, geht, wenn man satt wird. Wird man satt davon auch, ja. Dann vielen Dank. Gerne, immer wieder.